Also, über mich hat Satoru Iwata ja mal gesagt: Why the tie? Wer ist das? First you see us, then you don't. Now you hear us. Oh yes, a very nasty word. Okay, our secret of the idol. Okay, our secret of the idol. Ich grüße euch, meine lieben Freaks und Maniacs, und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Pack das aus, der kleinen Internetshow, in der ich euch neue Spiele insofern präsentiere, als dass wir sie zusammen auspacken und mal schauen, was drin ist und ob die Spiele auch wirklich was taugen. Mein Name ist Why the Tie und ich habe nichts Besseres zu tun. Und heute steht alles unter dem großen Stern oder unter dem großen Satz: Yo ho ho und ne Buddel voll rum. Warum? Fragt doch nicht so doof. Einfach deshalb, weil genau heute das Erscheinungsdatum von Assassin's Creed 4 Black Flag auf der Wii U ist. Ja, es ist schon draußen, gerade auf den vorangegangenen Konsolen, das heißt auf der Xbox 360 und auf der PlayStation 3 ist es, glaube ich, schon erschienen. Jetzt erscheint es auf den neueren Konsolen, darunter eben auf die Wii U. Und ich habe mir einen besonders großen Schatz an Land gezogen, weswegen ich auch mit meiner neuen Kameraeinstellung arbeite. Und zwar diesen hier. So. Die Assassin's Creed Black Flag Buccaneer Edition auf der Wii U. Ja. Das ist ein Riesenteil, das konnte ich nicht mit der Kamera vor meinem Gesicht irgendwie filmen, weil der Platz war einfach nicht da. Das nur mal so zum Zeigen, also das Teil ist riesig. Ich habe schon riesige Augen gemacht in meinem Videospielladen des Vertrauens, als dieser ihn mir heute ausgehändigt hat, beziehungsweise ich habe ihn da gekauft. Ich glaube 90 oder 99 Euro hat das Ganze gekostet. Ist auf der Wii U auch die größte Edition, die man holen kann. Ich weiß nicht, ob es generell die größte Edition ist, das weiß ich nicht. So, kommen wir aber nun mal zu der äußeren Verpackung. Das ganze Ding ist, wie gesagt, sehr groß. Vorne steht drauf: Assassin's Creed Black Flag Buccaneer Edition. Ab 16 ist das Ganze. Ubisoft hat das Ganze entwickelt. Da sieht man nochmal das Zeichen, dass Nintendo Network mit eingebunden ist. Klar, Multiplayer ist auch wieder mit dabei. Überall auf der Seite sieht man dann auch nochmal das Assassin's Creed Black Flag Symbol, also das Assassinenzeichen mit dem Totenkopf in der Mitte. Was ich toll fand ist, was einem vielleicht nicht direkt auffällt, auf der Unterseite von dieser schatztruhenähnlichen Verpackung ist nochmal eine Unterschrift von Edward K. Punkt. Eine Referenz zu Edward Kenway, dem Hauptcharakter des Spiels. Hier hinten steht die Beschreibung drauf. Ich lese sie mal eben vor, ohne sie jetzt großartig zu zeigen. Hier sieht man die Piratenbande nochmal und daneben steht: Verachte die Ordnung. Von einem ungestümen jungen Piratenkapitän zu einem versierten Meisterassassinen. Erfülle dein Schicksal im goldenen Zeitalter der Piraterie. In welcher man offenbar spielt. Edward Kenway, wissen wir mittlerweile alle, ist der Vater von Haytham Kenway, welcher wiederum der Vater von Connor Kenway ist, welchen man im dritten Teil spielt, den ich persönlich jetzt nie so besonders fand. Mein Favorite ist ja immer noch der tatsächliche Assassin's Creed 2 Teil. So, weiter geht's mit kleineren Bildern. Plündere zusammen mit deiner Crew eine Vielzahl von gegnerischen Schiffen und beherrsche die karibische See. Erkunde über 70 einzigartige Orte voller Leben. 70, ne, weiß man nicht, ne. Viele kleine Inseln habe ich schon gesehen. Ich habe versucht, mich nicht zu viel zu spoilern. Von dem Live-Gameplay habe ich tatsächlich noch nichts gesehen. Nur ein bisschen was von den Trailern und ein paar Erklärungen. Viel mehr habe ich davon nicht gesehen. Meistere verstohlene und rücksichtslose Kampffähigkeiten mit einem brandneuen Set von Piratenwaffen. Piratenwaffen, ja, man weiß es nicht. So, darunter Mehrspieler, verachte die Regeln und erschaffe deinen eigenen Mehrspieler-Modus mit einer brandneuen Game Lab-Funktion. Von der habe ich tatsächlich auch schon gehört, wo man so ein bisschen seine eigenen, Multiplayer-Karten basteln kann und sowas. So, die Buccaneer Edition enthält. Jetzt kommt der Grund, warum ich so viel bezahlt habe. Assassin's Creed 4 Black Flag. Hör mal, aber in Vollversion, da freue ich mich schon mal besonders drauf, dass hier schon mal die Vollversion drin ist.
Und außerdem noch die Buccaneer Edition Inhalte. Captain Kenways Vermächtnis, Kostüm und Waffe. Das ist wahrscheinlich eine andere Klamotte. 3 Einzelspielermissionen, geopferte Geheimnisse. Klar, ne, das war wahrscheinlich nicht zum Release fertig, man weiß es nicht. Verborgene Rätsel und schwarze Insel. Also geopferte Geheimnisse, verborgene Rätsel und schwarze Insel. Das sind die drei Einzelspielermissionen, die man noch dabei bekommt. Das ist also ein digitaler Inhalt. Waffe, Kostüm und 3 Einzelspielermissionen. Die Box selbst ist auch eine Sammlerbox. Eine Figur ist drin mit 46 cm Höhe. Der offizielle Soundtrack, ein Artbook und 2 Lithografien. Deswegen würde ich sagen, wir packen ganz schnell aus, damit wir uns auch noch was angucken können. So. Das ist so ein kleines Protective Case hier, ne? Die richtige Box ist um einiges schöner, sieht also auch wirklich viel, viel hübscher aus. Ich hoffe, ihr könnt es so halbwegs sehen. Und das Tolle ist, diese Box geht, so wie ich das hier gesehen habe, sogar oben auf. Oder, sie hat noch hier so ein paar Kleber wieder an der Seite. Meine Favorites. Jetzt geh ab! Ja! Will ja auch nichts zerstören. Och, an der anderen Seite ist auch noch einer. Ja, man muss es ja immer besonders gut schützen, das Gut, ne? Mit Plastikklebern, ihr Affen. So, also um es nochmal zu zeigen, das geht hier so nach oben auf. Und das finde ich persönlich sehr, sehr geil. Und die Box ist, man kann die wirklich als Sammlerbox bezeichnen, weil sie ist sehr hart, sie ist sehr, sehr hochwertig und sieht sehr gut aus. So, was schimmert uns denn da entgegen? Natürlich erstmal die Figur. Die nehmen wir schon mal raus. Zeigen die aber natürlich erst gleich. So. Wow. Die legen wir mal hier an die Seite. Weiter unten. Kann mal reingreifen. Da ist die Anleitung, wie man das Ganze zusammenbaut. Wie gesagt, ich zeige euch die Figur gleich dann nochmal. Und hier an der Seite, das ist wie so ein kleines Extrafach. Also hier war überall die Figur drin und hier sind die ganzen anderen Sachen drin. Spiel, Lithografie und was weiß ich. Das war aber dann auch noch nicht alles. Da ist noch der Soundtrack drin. So. Das ist also soweit die sogenannte Sammlerbox. Wie gesagt, sehr hübsch, sehr hochwertig. Also ich werde da wahrscheinlich noch was reintun. Die passt auch irgendwo noch in mein Regal, keine Ahnung. Ich mache mir den Platz schon, sehr zum Leidwesen meiner Mitlebenden. So, hier ist das Spiel. Da ist der Soundtrack. Da ist, weiß ich nicht, die Lithografie und das Artbook. Gucken wir mal kurz in den Soundtrack rein. Hier steht's drauf. Assassin's Creed Black Flag mit einem kleinen Artwork dabei. So. Soundtrack. Bin ich ja nicht so ein Fan von so Soundtrack und sowas. Ne? Also ich bin jetzt nicht jemand, der sich, weiß ich nicht, eine halbe Stunde hinsetzt und sich den Soundtrack anhört. Da spiele ich lieber das Spiel nochmal ein halbes Stündchen. Aber es ist trotzdem ganz nett zu haben. Auch mit dieser Optik. Sehr hübsch. So, das heißt, da haben wir das schon mal. Dann gucken wir mal hier rein in die Lithografie. Die ist so ein bisschen gehalten wie so ein Briefumschlag. Ne? Auch hier wieder das E. Edward K. Punkt mit dem Assassin's Creed Symbol. Hinten auch nochmal ein kleines Assassin's Creed Symbol. Wir öffnen das Ganze. Und natürlich Ubisoft auch. Ne? So. Was haben wir da? Das ist sehr hübsch. Das hatte ich auch schon in meiner Limited Edition für Fable 3. So, nämlich so eine Art, wie so eine Postkarte so ein bisschen. Mit so einem kleinen Riffle-Effekt. Das könnte man sich jetzt in so einen kleinen Bilderrahmen machen und hinhängen und sowas. Das sieht also sehr hochwertig aus. Die Farben sind dabei sehr stark. Diese kleine Rifflung kommt da sehr zur Geltung. Das ist also einmal Edward in seiner typischen Schattenpistolierhaltung und das Schiff, die Jackdaw, auch nochmal, wie sie so über den Ozean dahin segelt. Auch ganz hübsch, auch ganz nett zu haben. Ich werde sie wahrscheinlich nicht aufhängen, es ist wahrscheinlich eher so ein Angeberstück, ne? Da zeigt man mal und sagt, hier, habe ich. Und die anderen sagen, ja, immer, doll, ne? Könnte ich auch nicht gebrauchen, zum Beispiel, ne? So, weiter geht's.
Und zwar mit der Assassin's Creed Black Flag mit dem Artbook. Ich versuche jetzt nicht zu viel daraus zu zeigen, weil ich weiß nicht, ob man sieht, aber das ist relativ dick. Also es hat einen super starken Einschlag. Es ist in Schwarz gehalten. Das ist schon mal sehr hübsch. Ich habe das gleiche auch bei Bioshock 3 gehabt. Das war aber wesentlich dünner. Und man merkt auch hier, die Pappe ist schon wesentlich dicker. Deswegen, ich werde nur mal kurz reinblättern. Mal kurz schauen, was man euch da so zeigen kann. Also das Ganze ist unterteilt in verschiedene Kapitel, kann man sagen. Ne? Abstergo und Charaktere und Kingston, Havanna, Nassau, Hidden Worlds, Ships, High Seas und sowas. Das heißt, da gibt es eine ganze Menge zu sehen. Viele Artworks von Abstergo, auch vom Außengebäude offenbar. Ne? Das ist ja alles so ein bisschen futuristischer gehalten. Ich weiß noch nicht, was es damit auf sich hat, weil dazu habe ich tatsächlich noch gar nichts gesehen zu der ganzen Abstergo-Geschichte. Hier dann auch mal ein kleines Artwork zu Blackbeard, einem meiner Lieblingspiratenkapitäne, der auch dort auftaucht. Auch wunderschön. Wie gesagt, es ist sehr hochwertig, man muss nur wirklich aufpassen, weil das Papier, aus dem dieses Heftchen ist, das ist wirklich Fotopapier, ne? Also das ist nicht ganz so dick, es ist so ein bisschen beweglich und deswegen, man darf da jetzt nicht so den Zeitungsblätterer machen, ne? So, hier mal ein kleines Artwork über zwei Seiten von, was war das jetzt, Havanna, glaube ich. Auch das sehr, sehr hübsch. Es ist auf jeden Fall wert, sich mal anzuschauen, vor allen Dingen, wenn man sich so ein bisschen inspirieren lassen will zu dem Spiel und so weiter. Also es ist sehr hübsch. Versteckte Welten wird hier auch gezeigt. Hier nochmal, das finde ich immer sehr, sehr beeindruckend. Das habe ich auch schon mal kurz gesehen, dass man wohl auch tauchen kann. Hier wird es nochmal gezeigt und da auch verschiedene Viecher im Wasser. Weiß nicht, ob man die angeln kann oder keine Ahnung, was damit ist. Auf jeden Fall sehr, sehr genial. Sieht alles sehr, sehr cool aus. Au, auch hier nochmal so ein kleiner Blick aus einer Höhle, während da Leute mit dem Boot durchfahren. Sehr hübsch. Ich will mich nicht zu lang damit aufhalten, weil ihr habt wirklich massenhaft Seiten hier. Ich versuche mal so ein bisschen hier durchzublättern. Ihr habt hier massig Seiten mit Artwork drin. Also dafür hat es sich auf jeden Fall schon gelohnt. Es ist auf jeden Fall sehr hübsch anzusehen und wird sich auch wieder in meinem Regal gut machen. Ihr habt da gute 60 Seiten Inhalt. Also ein 60 Seiten Artwork-Book. Nicht zu verachten. Ja, also keineswegs. So. Und dann schauen wir mal ins Spiel. Assassin's Creed Black Flag. Ne? Fast schon Nebensache geworden in diesem kleinen Video. Hinten steht nochmal genau das gleiche drauf wie auf der großen Packung schon. Da also nichts Besonderes. Immer wieder schön, so ein neues Spiel und die Knisterfolie und sowas, ne? Immer wieder schön. So, wir öffnen das Ganze. Da ist das Spiel. Nichts Besonderes vom Artwork her. Das ist das typische Edward Kenway Artwork, was man so kennt, ne? Mit seiner Pose auf irgendeinem Schiff, wie man das halt immer so kennt. So, also das ist der Flyer offenbar für die digitalen Inhalte. Den zeige ich jetzt mal nicht, ne? Ich weiß ja, wie das Internet funktioniert, ne? Code und sowas. Das ist das bisschen Anleitung, was Ubisoft uns mitgibt, ne? Auch wieder grau, wir kennen das nicht anders, da gibt es nichts Spezielles zu sehen. Dann Uplay, kann ich auch nur empfehlen, ist so ein kleines Premium-Programm von Ubisoft nochmal extra dazu, so ein kleines Social-Network-Ding. Und Nintendo-Punkte, das ist auch immer schön, dass trotzdem das kein direktes Nintendo-Spiel ist, trotzdem Nintendo-Punkte dabei sind. Es werden zwar nur wahrscheinlich die Standard 250 sein, obwohl ich eine relativ teure Variante geholt habe, aber egal, ich freue mich über alle Punkte, die es gibt. Und jetzt schauen wir uns die Figur an.
tada, ja, so schnell kann es gehen. Sorry Leute, also da musste ich wirklich mal kurz unterbrechen, weil der Aufbau der Figur dann doch länger gebraucht hat, musste ich ein bisschen schneiden. Es ist gar nicht so einfach, wie man es sich vorstellt. Also ich brauchte jetzt zum Zusammenbau der Miniatur, der Figurine, brauchte ich jetzt gute 10 Minütchen, weil man tatsächlich auch ein bisschen vorsichtig sein muss, zum einen. Das heißt, wie das Ganze zusammengebaut ist, ist ganz wichtig. Aber es sieht wunderbar aus. Ich versuche mal aufzustehen, damit ich es euch ein bisschen besser zeigen kann. Das ist wirklich ein bisschen schwer, aber es sieht klasse aus. Ich versuche es mal so rum. Wunderbar gearbeitet. Also jeden Cent wert. Ne? Man sieht hier Edward Kenway auf einer Planke, wie er gerade von einem Mast schwingt, an dem die Assassin's Creed Fahne ist. Das Ganze besteht eigentlich gar nicht aus so vielen Einzelteilen. Das Unterteil hier ist einzeln. Der erste Teil des Mastes und der zweite mit der Fahne ist einzeln. Edward ist als Ganzes komplett. Und das Schwert ist nochmal einzeln. Und das wusste ich tatsächlich nicht. Das war so ein kleiner Bedenkenspunkt von mir. Dieses Seil hier, dieses Tau, was ich von hier oben durch Edwards Hand, ich will mal Connor sagen, Edwards Hand nach unten um seinen Schuh und dann hier unten festbindet, das muss man tatsächlich selbst machen. Das heißt, es hilft ein bisschen, wenn man sich ein Sekündchen Zeit nimmt, das ein bisschen hübsch zu machen, sodass zum einen die Knoten halten und auch nach was aussehen und das Ganze dann auch stehen kann, denn man muss sich das Bild tatsächlich ganz genau angucken. Dieses Teil hier ist natürlich, um das Gewicht auszugleichen, was so ein bisschen auf dieser Seite liegt. Ja, das Schwert ist einzeln. Das Teil sieht klasse aus. Man hat hier überall auch diese kleinen Spuren von Dreck und so. Also man kann es tatsächlich nicht wirklich beschreiben, bevor man es nicht wirklich gesehen hat, wie cool das Ganze aussieht. Und man muss wirklich sagen, für gute 90 Euro wirklich, wirklich viel Inhalt in der ganzen Buccaneer Edition Collectors Box. Massig Inhalt, ich habe keinen Platz dafür, überhaupt keinen, und werde jetzt gleich Segel setzen und mir das anschauen. Ja, das war mein Pack das aus zur Assassin's Creed Buccaneer Edition. Ich hoffe, das Video wird nicht allzu lang. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, dürft ihr einen Motivationsdaumen nach oben da lassen. Ihr könnt natürlich auch in den Kommentaren was schreiben. Wenn ihr mich was fragen wollt zur Buccaneer Edition, fragt gerne nach, alles kein Problem. Und ich danke euch fürs Einschalten. Wir sehen uns das nächste Mal. Gaming is not a crime. Euer Why the Tie.